Du wirst hineingelassen in das pentagrammförmige Gebäude, durch das du erst einmal durchgehen kannst, und stehst dann im ersten Stock in einem Sekretariat mit Empfangssaal für Besucher, dem Eingangsbereich und einer weiteren Wachstube mit weiteren Wächtern. Die sind jetzt allesamt aufgestanden und schauen dich finster an. Ich lächle sie an. Und nun, wo kann ich hier mich platzieren, bis seine Spektabilität Olaranz von Garrett auftaucht? Warte dort. Ich würde mich ganz gemächlich zu diesem Sofa wahrscheinlich begeben und mich dorthin setzen. Ja, du siehst vor dir auch eine große, aufragende Gestalt. Irgendein Magier mit Spitzhut, alles komplett in weiß, wie er wohl gerade da ein Pentagramm auf den Boden malt. Ja, ob das jetzt Kunst sein soll, es dient zumindest deiner Erheiterung. Wenn du dann weitere 10 Minuten dort sitzt, bis dann Ullerond von Gareth Rotenfels Spektabilität, Weisheit vom Auge und Magister Magnus Contrarius hineinkommt. Er verfügt über einen rauschenden Bart, eine lange spitze Nase und reicht dir dann die Hand. Ist also relativ höflich im Gegensatz zu all den anderen, die dort um dich herum gestanden haben. Abel Mirja Morenes. Mittlerweile in der Schwarzen Gilde. Viel ist passiert seit unserem letzten Treffen. In der Tat, mein alter Freund. Nun, könnten wir uns vielleicht unter vier Augen unterhalten, nicht vor diesem Lakaien hier? Selbstverständlich, selbstverständlich. Kommt mit in den ersten Stock in meine Amtsstube. Ich werf der Sekretärin nochmal einen verschmitzten Blick zu und grinse sie an. Ja, die guckt dich wieder finster an, kneift die Augen zusammen, genauso wie die Wachen. Die dann irgendwie kopfschüttelnd hinterher blicken, kannst dann die Treppe nach oben in den ersten Stock. Siehst da die Amtsstube von der Vizespektabilität, den Zeichen- und Glyphensaal, also ein paar Schlafsäle, wo dann auch ein paar Novizen rausgucken. Und dann eben auch die Amtsstube der Spektabilität selbst, die dir geöffnet wird, und kannst dann da auf einem bequemen Stuhl Platz nehmen. Viele weitere staubigere Folianten, und ja, kannst dich dann umsehen, während Oloran sich selbst hinsetzt. Zuallererst, vielen Dank, eure Spektakulität, damit sie mich empfangt. Ich muss Abbitte leisten, da ich nun ja damals unter nun ja etwas mysteriösen Umständen aus dieser Stadt verschwinden musste. Es tut mir leid, dass Ja, ich mich. ihr wurdet gesucht eine lange Zeit. Wenn ich Ja. mich nicht täusche, sogar bis zum heutigen Tage. Wohl auch, wenn sich seitdem viel getan hat. Wir hatten nie Streit miteinander, Abelmir, wenn auch unsere Gilden das ein oder andere zu bereden hatten. Ja, ich probierte in der Vergangenheit schon einmal diese, nun ja, Streitigkeit und Zwistigkeiten zu bereinigen, aber nun, selbst in meiner Gilde ist man dafür nicht besonders aufgeschlossen, wie ich feststellen musste. Nein, nein. Also, ihr habt damals Eldan Gorbas und Yharlan Greifenmund befreit. Sicherlich war es damals nur ein Missverständnis rund um die Gezeitenspinne, ne? Nun, es war kein Missverständnis. Die Admiralität wollte sich dieser Dämonenarche bemächtigen und dies konnte ich nicht zulassen. Nun, wir reden über andere Dinge. Wie gesagt, wir hatten die Streit miteinander, Abelmir. Und auch der Markgraf von Warung hatte ein gutes Wort für euch eingelegt. Ja. Aber andere Zeiten, seitdem ist, wie gesagt, viel passiert. Warum seid ihr hier? Nun, auf Rulat haben wir eine wichtige Persönlichkeit aus den Kerkern nun eines Schwarzogers befreit und ich fürchte, darunter hat ihr ja, psychischer Zustand etwas gelitten. Vielleicht könnt ihr ihr helfen. Ihr seid schließlich Experte für solche nun ja geistigen verwirrenden Zustände. Ja, das bin ich wohl. Ich habe natürlich noch viele Kollegi und Kollegen, die mir da mal helfen können. Aber wohl, aber ich verstehe mich darauf. Sowohl mit Magie als auch eben mit profanen Mitteln. Nun, wir brauchen sie unbedingt auf unserer Seite. Wir brauchen sie in einem fähigen Zustand, fähig Entscheidungen zu treffen und nicht impulsiv zu reagieren. Und das sehe ich im Moment nicht bei ihr. Ich kann sie mir gerne einmal ansehen für dich. Nun, sie wird vermutlich
nur spätestens morgen auf der Löwenburg sein. Dort werde ich sie treffen können. Sehr gut. Dann werde ich mich dorthin begeben. Wenn ihr erlaubt, werde ich auch ein paar Neoniten da hinzuziehen. Nun, wenn ihr denkt, dass dies notwendig ist, gerne. Nun, es geht nicht darum, dass ich von ihnen lerne, sondern vielmehr, dass sie etwas gemeinsam mit mir lernen. Ich teile mein Wissen gerne mit den hiesigen Neoniten, mit der Boron-Kirche, da wir allesamt an den gleichen Problemen werkeln. Ja. Ihr spracht von einer Frau? Ja, der Admiralin. Okay, also sie ist keine Magierin. Nein, sie ist keine Magierin. Das wäre sonst meine Frage gewesen, ob sie selbst Magierin ist. Ist sie geweiht? Soweit ich weiß, nein, sie ist nur profan. Hm. Sie ist aber ein wichtiger Admiralin, die ehemalige Admiralin der Flotte hier. Naja, wie das mit der Admiralität ebenso ist, nicht wahr? Ein General kann man ja auch nicht so einfach setzen. In der Tat. Deswegen wollte ich mich an euch wenden, als Experte auf diesem Gebiet. Also gut, dann werde ich eine kleine Truppe zusammensuchen und dann werden wir der Löwenburg einen kleinen Besuch abstatten. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Tatfreudigkeit. Das kann man nicht immer erwarten bei der Weißen Gilde, wie ihr wisst. Nun, ich habe das Glück, dass ich ein Dispens für die ganzen verbotenen Zauber und Bücher habe. Die hättet ihr euch vielleicht vorher auch besorgen sollen, Abelmir. Ja, da ich denke, dafür ist es zu spät. Ich denke nicht, dass mich die Geißelgilde wieder aufnehmen würde. Das glaube ich auch nicht. Das Schiff ist abgefahren. Nun gut. Dann will ich euch nicht länger eure Aufmerksamkeit stören und euch euren Patienten überlassen. Vielen Dank. Ich würde dann aufstehen und ihm die Hand reichen. Ja, er reicht dir dann auch die Hand. Und dann, wenn du noch im Büro drin bist, wird er zu seinem Regal gehen und daraus ein Schwert aus Schwarzstahl hervorziehen, aus Endurium, mit einem dunkelroten Marbuchstein. Er klopft so ein bisschen auf das Schwert drauf. Vor allem ein bisschen geschmückt auch diese ganze Scheide drumherum. Du siehst, dass es ein Bandschwert ist, was wohl auch vortrefflich gegen Dämonenaustreibung oder zur Geisterabwehr ausgelegt ist. Oh. Ja, die Rondra-Kirche hat mich ganz gerne in ihren Hallen, möchte ich meinen. Verständlich. Die Granatelöwen. Eins dieser berüchtigten Schwerter? Eins der Schwerter, genau. Nun dann, falls ihr irgendetwas braucht, sagt mir ruhig Bescheid. Ich befinde mich im Hafen auf dem Schiff Avianda. Ihr könnt es nicht verfehlen. Das ist das größte und stolzeste Schiff im Hafen. Ich werde einen Bericht schreiben über den Zustand eurer Admiralin. Also gut, natürlich. Lasst euch nicht von den Wachen nun stören. Nein, sicherlich nicht. Schwarze Magier sind selten in diesen Mauern und wenn, dann hinter Gittern. Nun, das wollen wir doch vermeiden, nicht wahr? Mein alter Freund. Damit meine ich nicht euch. Also, wenn ihr verwirrt wäret, dann sicherlich auch euch. Ich meine damit nur, dass hier vor allem aus der Region rund um Selem und Mirham kommen die ein oder anderen, die so sehr geistig verwirrt sind, dass ihnen die Neoniten nicht mehr helfen können. Und dann müssen wir ihn mit magischen Mitteln heilen. Vor allem, wenn sie von irgendwelchen Geistern oder magischen Flüchen getroffen worden sind. Hexenmagie und so. Naja, dann sitzen sie eben hinter der Zelle, bis sie dann bereinigt worden sind. Und dann lassen wir sie selbstverständlich auch wieder gehen. Wie gesagt, falls ihr bei Hilfe dabei braucht, ich stehe euch gern zur Verfügung mit meiner Expertise. Ihr könnt mir gerne eine Abschrift von euren Zauberthesen dalassen. Je nachdem, wie gut ihr in diesen Thesen seid, können wir sicherlich gerne noch einmal einige Sachen mit euch durchgehen. Wir haben tatsächlich gerade jemanden aus Selem da, der Hilfe braucht. Ach, wie heißt er denn? Ich habe ihn mir noch nicht selber angesehen. Das müsste ich einmal in den Dokumenten nachsehen. Ich wollte mich übermorgen zu ihm gesellen. Nun ja. Jetzt wird es wahrscheinlich in 3 Tagen werden, wenn ich dann diesen Besuch in der Löwenburg vorschiebe. Naja. Wie gesagt, falls ihr Hilfe braucht, kontaktiert mich gerne. Ich stehe euch jederzeit zur Verfügung. Ja. Gut, ich verabschiede mich dann.
Ich würde genau verbeugen vor ihm und selbstbewusst durch die Tür spazieren. An der Sekretariat wahrscheinlich vorbei, ihn nochmal der Sekretärin nochmal zu winken. Die würdigt dich keines Blickes. Ich winke trotzdem zu. Diamantas, was möchtest du tun? Nachdem sich Liga von Diamantas und den anderen getrennt haben, ist er direkt zum Schiff marschiert und dann über die Planke wieder aufs und dann erst einmal zum gesicherten Frachtraum, wo er sich erst einmal so ein gutes paar Silberstücke rausgeholt hat, also einen gut gefüllten Beutel mit Silberstücken, vielleicht gut 40 Stück. Und dann, wie viele der Seeleute sind noch an Bord verblieben? Also in näherer Umgebung, ich sag mal 100 Meter um das Schiff herum, würdest du eine ganze Menge finden. Aber du siehst gerade so 10 Stück, die Taue aufwickeln, den Boden schrubben. Ja, ich will auch unsere Leute haben, also hey, hört, lasst alles stehen und liegen und kommt her. Was meinst du mit unseren Leuten? Mit unseren Leuten auf unserem Schiff. Ja, schon klar, dass du, also ja. 10 Leute, die auf eurem Schiff stehen und Tower machen. Okay, alles klar. Nee, weil du sagtest, im Umfeld des Hafens, ich möchte keine anderen ansprechen, ich möchte schon unsere Leute. Nein, das ist mir schon klar. Okay. Ja, Diamante stößt noch einen lauten Pfiff aus und tappelt dann ungeduldig mit dem Fuß auf dem Deck herum, bis die alle stramm neben ihm stehen, hofft er zumindest. Die Recker von Tarilliabad, genau. Ja, dann kannst du sehen, wie Mr. Plug und der Weibelcock dann ebenso vor dir stehen. Und wie gesagt, ja, eine kleine Gruppe von 10 Leuten insgesamt. Was Sie können wir also für euch tun? Ich habe gute Nachrichten für euch. Ihr dürft was trinken, ihr dürft Spaß haben. Aber das nur unter einer Voraussetzung. Ihr müsst etwas für mich tun. Was können wir für euch tun? Mr. Pluck tut alles. Hier oben im Norden scheinen die Sachen wohl ein bisschen anders zu laufen und ich verstehe das nicht genau, aber ihr entnehmt Befehle entgegen, genauso wie ich es tue. Ihr werdet euch aufteilen in den verschiedensten Kaschem hier und euch mal mit den Seeleuten unterhalten. Ihr werdet die Leute in dieser Stadt wissen lassen, zumindest die Seemänner, dass die Aviandas Rettung eine weitere Pforte des Grauens vor Rulat geschlossen hat und somit die See um ein weiteres Übel befreit hat. Ebenfalls werdet die Leute wissen lassen, dass ein Nekromant und Dämonenbeschwörer in der Stadt ist. Ihr habt ihn alle mit eigenen Augen gesehen, wie er sich am Hafen rumgefragt und nach Ola Marix gefragt hat. Ihr habt gehört, wie er gesagt hat, dass er von ihm gerufen wurde. Was genau er will, wisst ihr nicht. Oder ihr könnt euch was ausdenken. Ist mir scheißegal. Hauptsache, die Leute wissen das. Ebenfalls solltet ihr mit einsteigen, dass die Leute darauf aufmerksam machen, dass die Handelsschiffe von Marix nicht überfallen werden. Macht sie ein wenig stutzig. Warum kommt es dazu, dass die Störrebrandter Schiffe hier nur teilweise wieder in den Hafen anlaufen, aber die von Marix jeder einzelne? Habt ihr mich verstanden? Mr. Pluck hat verstanden. Das können wir tun. Gut. Und dann holt Dantes den Beutel raus und drückt jedem von den 4, 5 Silberstücke in die Hand. Gib uns einen Dukaten. Wir müssen viel trinken. Wir müssen viele Leute einladen. Willst du mich verarschen? Mr. Pluck will dich nicht verarschen. Wenn ich dir eine Dukate in der Hand drücke, dann säufst du dich doch zu Tode. Wie viel willst du denn für eine Dukate saufen? Wir müssen die anderen einladen. Wir setzen uns an Tische, die bereit bestückt sind, und geben eine Runde. Ah, der Mann, das ist mit den Zehen. Gut, aber dann sollt ihr eure Aufgabe auch richtig machen. Verstanden? Dann gib uns 2 Dukaten. Wir sind 10 Mann, 20 Dukaten, nicht viel. Ah, Mr. Pluck weiß das. Immerhin bin ich Mr. Pluck. Diamantes schaut einmal böse und geht ein Lächeln über sein Gesicht. Gut, 20 Dukaten. Sehr gut.
Immerhin habe ich schon gegen Katzenmenschen gekämpft. Ja, geht Diamantes, hat das Geld natürlich keine 20 Dukaten bei sich, holt das nötige Kleingeld nochmal und drückt ihn in die Hand mit dem Hintergedanken, das wird ihm von Lohn abgezogen. Mr. Pluck die zusätzliche sagt nein. Dukate. Mr. Pluck sagt nein. Das weiß Mr. Pluck nicht, das sage ich dem ja nicht. Ja, damit gehen sie feixend von Bord und verschwinden in den nächsten Tavernen. Und das tue ich ebenfalls. Am besten einfach in die andere Richtung, wo die gehen. Und ich möchte auch Informationen ranholen. Und zwar, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, möchte ich eine Liste zusammenstellen, welche Schiffe denn im vergangenen Jahr nicht zurückgekehrt sind und mit den Seemännern unterhalten. Vielleicht kannten die Leute auf den Schiffen, vermissen Leute auch und auch immer wieder hervorheben und fragen, ob irgendwer von Mareks Schiffen denn nicht zurückgekehrt ist. Gassenwissen oder was möchtest du sagen? Ja, klar, Gassenwissen. Hast du Kulturkunde? Nein. Ich mal schauen, ist tatsächlich nur die 18, die würfel ich neu. Wenn ich nur 13 unterwürfel, habe ich... Okay. Dann habe ich 4... mein Schicksalspunkt. Ich setze meinen Schicksalspunkt ein. Meine Informationen müssen ja verlässlich sein. Jetzt also würfel... 19. Die 8. Also habe ich 9 Punkte über minus 3. Fehlende Kulturkunde. Ja, du gehst in die nächste Taverne rein, siehst da wohl eine ganze Menge an Matrosen und willst gerade dich an den Tisch setzen, selber mit dem Bier, so wie es die anderen wohl auch gemacht haben. Du kannst auch die kleine Gruppe von Mr. Pluck, also 2 Leute kannst du auch sehen, wie sie gerade am Nachbartisch sitzen. Willst da gerade deine eigene Geschichte droppen, da siehst du wohl, wie sie sich über was ganz anderes unterhalten. Naja, und deswegen, wir sind da mit heiler Haut davon gekommen. Das war im letzten Herbst. Das war aber schwere Niederlage, trotzdem. Haben wir so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber ohne die Peliope von Rathmus hätten wir das wohl gar nicht mehr hinbekommen. Da wären wir wohl, daher würde ich nicht mehr hier sitzen. Peliope von Rathmus. Die Diamantus setzt sich einfach zu denen an den Tisch. Ja, ist das gute, nicht hier die Admiralin? Ja, richtig. Das ist die Admiralin von Aranien. Genau, richtig. Sehr gut. Das weiß hier kaum einer. Ich meine, Aranien ist halt um die Ecke, aber ja, wir geben uns halt nicht mehr so sehr viel mit den Araniern ab, ne? Ja, ist ja auch schwer geworden. Generell hier über die See zu fahren. Man kommt ja kaum noch was hin ohne ein schwer bewaffnetes Schiff und selbst dann stehen die Chancen. Keine Schiffe mehr. Das ist ja das, was ich gerade den anderen erzählt habe, dass wir noch wieder ein Schiff verloren haben. Hat die Admiralin Prayadanya von Seridaris eine Straflottille hat sie kommandiert. Das war wie gesagt eine schwere Niederlage, habe ich den anderen Leuten gerade erklärt. Und nur wegen Peliope von Rathmus sitze ich noch hier. Die hat die Auslöschung dann tatsächlich verhindert. Das war schon was. Und was ist mit dem anderen Schiff passiert? Was? Wie das andere Schiff? Ja, das was verloren ist mit der Mannschaft. Naja, wurde das gefressen von dieser verdammten Arche? Ja, richtig, genau. Die Goldmorgentarantel kam wieder von unten. Und naja, man kann halt keine Sturmangriffe oder Rammangriffe nach unten führen. Das macht die eben so. Naja, und wir werden, wie gesagt, alle ertrunken und ersoffen. Oder dann in diesen Säure-Sachen werden wir dann halt umgekommen. Aber wie gesagt, die Aranier waren da, konnten dann noch wegrammen. Als sie dann gerade ihre Mandibeln um uns geschlagen hat und konnte den Rest dann noch mit rübernehmen an Bord. Wir konnten dann noch ein paar Brandbomben rüberschmeißen, also ins Wasser. Und ja, dann war die weg. Viele Verluste, die wir wegen dieser verdammten blutigen See schon hinnehmen müssen. Aber die wird immer kleiner. Schon gehört, schon wieder an dieser schwarzen Pforten oder wie die heißen, die geschlossen wurde, direkt vor Rulat, hier direkt vor der Haustür. Ja. Das ist gut. Also, der Vizeadmiral weiß, was er tut. Der Ahnenbrand von Hardenfels ist schon... Wenn er jetzt plötzlich so eine Pforte schließt, das ist schon gut. Der weiß, was er tut. Der hatte doch damit gar nichts zu tun. Das waren hier Leute aus dem Süden unter einer Fasara Capitana.
Die haben da schnipft ein paar Mal mit dem, Avianders Rettung, genau so hieß das Schiff. Ja, die kenne ich nicht. Naja, aber ihr, wie ich schon sagte, der Vizeadmiral Ehrenbrand von Hardenfels, das ist ein guter Mann. Also seitdem das läuft das. Der wurde ja befördert und Praia Danja, die wurde strafversetzt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube in den Süden oder so, auf irgendeine Insel wurde die strafversetzt. Und ja, jetzt ist der Vizeadmiral zwar immer noch nicht befördert, aber die Perlenmeerflotte, das kriegt er schon gut hin. Das ist eine ganze Menge passiert. Ja, wer hat dir das denn erzählt, dass sie strafversetzt wurde? Naja, das weiß man nicht. In der anderen Kneipe, den ich davor war, wurde mir gesagt, dass sie irgend auf einem geheimen Auftrag ist oder so. Aber so geheim kann das ja nicht sein, wenn ein Südländer das mitbekommt. Nee, sie ist zu den Aranien überall gelaufen. Das weiß doch jeder. Nachdem sie sich dann eben diese andere Admiralin, diese von Ratmos, das ist eine gute Freundin von der. Deswegen ist sie zu den Aranien übergelaufen. Die sitzt jetzt irgendwo in Zorgan. Nee, ich hab doch gesagt, die ist im Süden auf einer Insel. Nicht in Zorgan. Ja, Zorgan ist auch um die Ecke. Vielleicht ist sie ja nicht übergelaufen. Vielleicht ist die Frau klüger, als mal alle glauben. Ich meine, die Aranier, die haben schon eine ordentliche Flotte. Und alleine, was soll das Mittelreich, die Perlenmeerflotte denn schon anstellen? Ein Bündnis muss geschlossen werden. Das würde Sinn ergeben, warum die dann bei den Araniern wäre. Tja, davon weiß ich nichts. Aber ja, was wissen wir schon? Wir sind Seemänner, Mann. Wir kennen doch nur den Seemannsgarn. Die Hälfte den Scheiß, den wir erzählen, der ist sowieso nicht wahr. Stimmt. Aber hier, hast du was von dem Hakon von Sturmfels gehört? Das ist der Admiral oder Kapitän von der Admiral Vikos. Der ist jetzt ja zum Konteradmiral befördert worden, weil sein Vorgänger, der hat sich ja wohl am falschen Säckelchen bedient. Deswegen wurde der abgesägt. Jetzt ist Hakon Sturmfels nachgerückt. Hakon Sturmfels, der Admiral von was? Tut mir leid, ich kenne mich hier oben im Norden mit. Ihr habt echt so komische Namen. Hakon Sturmfels ist der Konteradmiral von der Perlenmeerflotte. Er hat einen Stern. So. Und Ehrenbrand hat zwei Sterne. Und die Admiralin, die Praia Danja, die jetzt geflohen ist, die hatte drei Sterne. Naja, und die eine ist jetzt tot oder auf einer Insel oder in Zorgan, keine Ahnung. Und der andere, der hat das jetzt wie gesagt gut im Griff. Ja, das ist doch gut zu hören, dass man sich wenigstens auf die Flotte mal ein wenig verlassen kann. Hoffentlich verbuchen wir in der nächsten Zeit noch so viele Erfolge. Naja, ich habe gehört, dass der Herr von Sturmfels, der ist ganz schön in der Kritik beim Markgrafen. Also, der lässt kein gutes Haar an dem Paligan. Er beschwert sich die ganze Zeit über den, dass er nichts tut. Davon weiß ich nichts. Ich kenne mich weder mit dem Grafen aus, noch mit irgendwelchen Konteradmirälen. Ich habe das nur gehört. Wird in der Taverne erzählt eben. Ich glaube, hier in der Schenke findet man auch niemanden, der sich mit solchen wie Grafen auskennt. Aber sagt Jungs, für wen segelt ihr denn? Störrebrand oder? Also ich war mal bei der Perlenmeerflotte, aber die laufen ja nicht mehr aus. Mein Schiff ist gerade Kiel geholt. Die sind gerade in der Werft und wenn wir dann irgendwann wieder rauskommen, dann hoffen wir, segeln wir mal ein paar länger als zwei Wochen. Na dann hoffe ich mal für dich, dass die Gerüchte jetzt mit dem aranischen Bündnis wahr ist. Können wir hoffen, dass alle Schiffe irgendwann mal lossegeln und sich dem Paligan entgegenstellen. Der Paligan ist doch gar nicht auf See. Der Paligan sitzt in seiner fetten Burg und frisst die ganze Zeit. Was? Nein, den Paligan meine ich doch nicht. Ich meine hier den, diesen verdammten Paktierer. Welchen Paktierer denn? Das ist der Markgraf, der hat keinen Pakt. Sonst wird die Inquisition kommen. Ja, es gibt auch so viele Paligans, das ist so eine ganze Familie. Und einige von denen sind unten im Norden, die meisten sind unten im Süden, in Al-Anfa. Und einer von denen, das ist das schwarze Schaf von den allen, der ist ein Pakt eingegangen. Und seitdem segelt er mit seiner Dämonenarche hier durch die Gegend. Dem haben wir den ganzen Scheiß da überhaupt zu verdanken. Nein, die Goldmorgen-Tarantel, das ist die Chefin von denen, das ist die Gerissenste. Ja, die Goldmorgel-Tarantel, das ist sogar noch eine der kleineren. Och, ich sag's euch, wir sind einmal... Aber das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Die Paligans kommen doch gar nicht aus Al-Anfa, die Paligans kommen doch aus Gareth. Willst du mich einen Lügner nennen? Die kommen doch alle von der Alara. Das sind Garreter.
Gareta Paligan. Sag mal, du hast wohl ein bisschen was zu viel auf dem Kopf. Ach ja? Oder ein bisschen zu viel getrunken. Komm mal du her. Boah. Ich beiß mir auf die Zähne, weil ich weiß, wenn ich jetzt eine Schlägerei mit dem anfange, töte ich ihn wahrscheinlich mit dem Gurgulum um den Hals. Ja, also es wird jetzt eine Schlägerei kommen. Du siehst Initiative, kannst mal rollen. Der Schlag kommt jetzt. Ganz leise, das kannst du nicht auf dir sitzen. Die haben genug, die haben genug getrunken. Da gibt's jetzt die Schlägerei, ob du willst oder nicht. Nimm den Krug, schlag ihn über den Kopf. Immer Rachsucht. Oh, ja, ich würfel einmal mit 20, ich habe eine Rachsucht von 13. Oh, Schicksalspunkt hast du schon ausgegeben. Glück? Hast du einmal noch Glück? Ich habe noch einen Punkt Glück, aber das setze ich dafür doch nicht ein. Okay. Der namenlose Willis. Dann ja. Wie viel TPKK hast du? Ich habe TPKK. Ich habe eine Körperkraft von 22. Also 13, 9. Oh, und das sieht man ja auch nicht an. Nee, das ist. Machst du 1W6 plus 3? Also wahrscheinlich habe ich eben. Jetzt also in dieser kleinen Schlägerei, die sehr harmlos angefangen hat und in jeder guten Taverne vorkommt, wirst du dann irgendwann seinen Nacken packen und dann knackt